Ich wette, viele von euch haben sich schon einmal gefragt, was es eigentlich mit den vier Drachen des Trimagischen Turniers in Harry Potter auf sich hat und woher diese kommen. Im heutigen Video werden wir genau diese vier Drachen durchleuchten und uns ansehen, woher sie kommen und welche mächtigen Fähigkeiten sie besitzen. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Trimagischen Drachen. Beginnen wir mit dem ersten Drachen, und das ist der ungarische Hornschwanz, auch genannt der Feuerdrache. Der ungarische Hornschwanz ist ein imposanter Drache mit schwarzen Schuppen und riesigen Hörnern. Er stammt ursprünglich, was für eine Überraschung, aus Ungarn und gilt als einer der gefährlichsten Drachen der Welt. Sein Atem ist reines Feuer, das alles in seiner Reichweite verbrennen kann. Champions, die gegen den Hornschwanz antreten, müssen Mut, Geschicklichkeit und Strategie einsetzen, um seine tödlichen Angriffe zu überwinden. Machen wir weiter mit dem schwedischen Kurzschnäuzler und auch genannt der Eisdrache. Der schwedische Kurzschnäuzler ist ein beeindruckender Eisdrache mit eisblauen Schuppen. Er stammt aus Schweden und lebt in kalten und verschneiten Regionen. Sein Atem ist eisig und kann alles in seiner Umgebung einfrieren. Champions, die gegen den Kurzschwanz antreten, müssen nicht nur gegen den gefährlichen Drachen kämpfen, sondern auch gegen die eisige Kälte, die er erzeugt, was eine gewisse Durchhaltungsfähigkeit erfordert. Kommen wir zum nächsten Drachen, und das ist der chinesische Feuerball, auch genannt der Winddrache. Der chinesische Feuerball ist ein majestätischer Winddrache mit leuchtend roten Schuppen und großen Flügeln. Er stammt aus China und lebt in windigen und luftigen Gebieten. Sein Atem ist ein mächtiger großer Sturm, der alles wegpusten kann. Champions, die gegen den Feuerball antreten, müssen ihre fliegerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und nutzen und sich gegen seine mächtigen Windangriffe behaupten. Als letzten Drachen auf unserer Liste haben wir den walisischen Grünling, auch genannt der Erdendrache. Der walisische Grünling ist ein massiver Erdendrache mit grünen Schuppen und einem beeindruckenden riesigen Schwanz. Er stammt aus Wales und lebt in felsigen und erdigen Gebieten. Sein mächtiger Schwanz kann alles in seiner Umgebung erschüttern und Erdbeben verursachen. Champions, die gegen den Grünling antreten, müssen ihren Mut und ihre Entschlossenheit nutzen, um seine gewaltigen Angriffe zu überstehen. Die Drachen des Trimagischen Turniers sind faszinierende und gefährliche Kreaturen aus verschiedenen Teilen der Zaubererwelt. Ihre mächtigen Fähigkeiten und beeindruckenden Erscheinungen machen das Turnier zu einem atemberaubenden und spannenden Ereignis. Champions müssen all ihren Mut, ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz einsetzen, um diese gewaltigen Drachen zu bezwingen und den Ruhm des Turniers zu erlangen. Selbst wenn wir nicht viele Informationen über sie haben, die Infos, die wir haben, sind doch klar und deutlich. Und das war's leider auch schon mit den Drachen des Trimagischen Turniers. Wenn du mehr solcher Themen haben möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.